Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zur F1 2017 hier am Schwarzen Meer, Sotschi, Russland. Ja, die Sonne scheint, das freut mich persönlich ganz besonders, da ich schon befürchtet habe, hier unter Umständen doch noch ein schwindeliges Regenrennen erleben zu müssen. Aber nein, die Sonne scheint und ja, wir haben unsere Mission Platz 15. Ne, vom letzten Startplatz, das Team fordert Platz 15. Warum? Weil wir im Qualifying sehr gut waren, aber aufgrund der Teile Wechsel bei uns, beziehungsweise ne, wir haben das Getriebe gewechselt, wir haben neues Getriebe und neue Motorkomponenten angefordert. Da heißt es natürlich plus 5, plus 5, plus 5 und so weiter. Und irgendwann starten wir mit 2 Runden Rückstand, weil wir so weit hinten sind. Wie auch immer, wir sind auf P20. Alonso, unser Teamkollege, natürlich dadurch profitiert, einen Platz nach vorne gekommen. Aber gut, es hilft nichts. Ja, man hilft nichts. Ne? Wir haben die Pace, denke ich. Wir haben die Pace für Platz 15. Mit ein bisschen Glück, einer relativ guten Strategie und vielleicht dem ein oder anderen Auswahl der Konkurrenz können wir hier, denke ich, diesen geforderten Platz 15 einfahren. Ob es soweit kommt, ob es vielleicht doch noch zu regeln anfängt, ne, alles Fragezeichen, das macht die ganze Kiste so spannend. Rennstrategie, ich habe mal die Tankfüllung auf 13 Runden aufgefüllt, ne, man hat uns vorgeschlagen 12,5, ich bin mal auf 13 gegangen. Und ja, wir versuchen uns mit einer Einstoppstrategie. Wir starten auf Ultras und wechseln in Runde 5, dann 5 oder 6, je nachdem. Man sieht auch, es regnet in der zweiten Hälfte, also sehr unschön. Aber nicht zu ändern ist die Frage, ob wir da dann auf Regenreifen müssen, auf Intermediates. Wir werden es feststellen. Ja, ich denke, es ist genug gesagt. Ich bin sehr gespannt. Wir starten ins Rennen. Einführungsrunde. Ich bin echt gespannt. Sollte es tatsächlich zu regnen anfangen, wie lange können wir auf den Trockenreifen fahren? Oh, Carlos Sainz fährt rot. Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Carlos Sainz startet auf Soft, nicht auf Ultra. Auf Supersoft meine ich natürlich, Soft ist ja der gelbe. Also er startet auf Supersoft. Heißt, er wird einen längeren ersten Stint fahren. Heißt aber auch, an dem müssen wir so schnell wie möglich vorbei. Da wäre ein guter Start wichtig. Ich hoffe mal, dass die KI hier in der 2017er Variante etwas cleverer ist als in 2016. Denn in 2016 gab es erstaunlich oft einen Startunfall in Kurve 1. Also Kurve 1 ist dieser weiche Rechtsklick auf die lange DRS-Gerade, ne, bevor die erste große dicke Bremszone kommt, wo man hart runterbremsen muss, wo der Nico Rosberg 2015 war es, glaube ich, seinen Reifen komplett ruiniert hat. In Runde 1 oder Runde 2, ich weiß nicht mehr, aber ziemlich am Anfang, wo er dann sofort hat Reifen wechseln müssen. Na super, jetzt kommen die Mikrolecks, oder echt? Und wo er dann vom Ende des Feldes hat den Rest des Rennens fahren müssen. Und ich meine, er ist sogar noch auf Platz 2 oder 3 gekommen. Das war eine Demonstration der Mercedes-Überlegenheit damals. Ne, das wäre heute wahrscheinlich nicht mehr denkbar. Heute ist er das Delta zwischen den Teams, zwischen den anderen Teams und Mercedes etwas kleiner, Gott sei Dank. Ne, diese Mercedes-Festspiele, die brauchen wir nicht mehr. Das war einfach nur langweilig. Ja, aber an dem Sainz, da müssen wir dringend vorbei. Ganz, ganz dringend. Da wäre natürlich ein guter Start wichtig. Ingenieurfunk an. Das geht wieder nicht. Okay, weil ich habe den Chef sei leise, habe ich ja vorhin gesagt. Im Qualifying war es, glaube ich. Deswegen, nicht, dass der jetzt nicht mehr mit mir redet. Das wäre ganz schlecht, glaube ich. Dann erfahre ich ja solche Details nicht, wie zum Beispiel es regnet oder so, oder naja, wobei, das sehe ich ja dann, aber na, ich gehe mal davon aus, dass das resettet wird, genau. So, auf geht's, Leute. Start! Nicht gut gestartet, ein bisschen gepennt. Alonso vor uns. 16, so. Kurve 1, da scheppert es sonst immer. Okay, da hat es jetzt nicht gescheppert.
Ah, wunderbar. Hallo, hier bin ich. Sehr gut. Vor unserem Teamkollege. Sauber durchgestohlen. Wunderbar. Auf der 14. In Ordnung. Guter Start. Wir stehen ganz gut da. Jo. Bin ich hoch. Ah, Lance Stroll ist auch auf Rot. Ziel Nummer 1 ist erfolgreich gewesen. Ne? Wir haben Toro Rosso hinter uns. So, ein bisschen Sprit sparen, dass wir nachher für die Gerade wieder mehr haben. So, auf Fett. Tschüss Alonso, Servus. Ja, wobei, so wirklich Servus ist nicht, gell? Nee. Oh, Palmer hat das Auto tief abgestellt, abgestimmt, meine ich. Offenbar eine niedrige Bodenhöhe. Man hat es ziemlich tief gelegt, das Auto. Man merkt man dann, wenn der Unterboden aufsetzt, wenn dieser Funkenflug ist. Okay, eine kleine Lücke entsteht zu Alonso. So, und weg, komm. Hauptsache weg von dem. Jawohl. Hauptsache weg. Na, wenn der die Kollegen aufhält hinter uns, das wäre das Beste, was passieren kann. Irgendeiner da vorne bremst das ganze Feld wieder aus. Wahrscheinlich hat da wieder einer rot draufgezogen. Das ist der Hülkenberg, das ist der zweite Renault da vorne. Na, da geht es auch ganz schön zur Sache. Ja, die geben kein Gas. Die Tatsache, dass ich da immer wieder aufschließen kann, heißt im Endeffekt, die trödeln. Diese Trödler. Der Trödeltrupp. Schleicht euch da echt. Ich könnte viel schneller. Und auf der Gerade, wenn ich dann mit meinem schimmeligen Motor komme, da ziehen es dann wieder alle weg, verstehst? Da könnt ihr mich doch wieder aufregen. Jetzt ist Alonso wieder da. Super, Freunde. Habt ihr toll gemacht davon. Ihr könnt. Oh, oh. Hobi, ganz ruhig, ganz ruhig. Tief durchatmen. Na, diese schimmligen Trödler da. Palmer, jetzt bist fällig. So, den ersten holen wir uns da. Verstehst du? Dieses Rumgetrödel heute auch dick. Hamilton, schnellste Runde, jawohl. Diese scheiß roten bereiften Autos da. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiter. Ja, ja. Nix mache ich, verstehst du? Die Reifen sind super. So, Flügel auf jetzt. Denk dran, früher bremsen, Hobby. Jawohl. Ja, wenn es um Topspeed geht, da ziehen die uns weg. Das merkst du sofort. Oh, da vorne. Da sind die Teile geflogen. Perez und ich glaube Hülkenberg. Da gab es eine kleine Kollision. Da hat ein Frontflügel ein paar seiner Teile verloren. Hasch auf Zeiler, diese Zweikämpfe da vorne. Und jetzt kommt Palmer. Jetzt kommt Palmer rechts. Und diese Mikrolecks, genau, in der Bremszone Mikroleck. Wunderbar. Da brauchst du den. Genau da brauchst du den. So, Flügel auf. Voll Stoff. Palmer muss ein bisschen abreißen lassen, aber da kommt er schon wieder. Ja, der Perez, der kostet uns Zeit. So, Stroll, jetzt bist du fällig. Jawohl. Den Williams überholt auf Rot. Na, wir sind hier mit unserem Ultra im Vorteil. Ich glaube, dass es bald zu regnen beginnen wird. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die Bedingungen ändern. Super, das wollte ich nicht hören, Chef. Ich will nicht, dass es regnet. Chef, tu irgendwas. Lass dir was einfallen.
brauche den Regen nicht. Uiuiui, da hat's fast gescheppert. Da wäre ich dem fast hinten drauf gebröselt. P12, Mensch, das wäre super. Wäre ein super Ergebnis, P12. Würde ich sofort mitnehmen. Würde ich sofort sagen, jawohl, nehme ich. Danke. Warum fahrt ihr so langsam, Leute? Was stimmt da vorne nicht? Was stimmt mit euch nicht? So, auf Fett. Flügel. Oh, der Stroll kommt. Scheiß Mercedes Power. Aber echt. Nix, du kommst da nicht vorbei. Du kannst nicht vorbei. Hat Gandalf gesagt damals. So, schön. Ich glaube, ich habe meine Lieblingsüberholstelle entdeckt. Sehr schön. Nico Hülkenberg. Perez geht in die Box. Dann bleibe ich noch draußen, Leute. Oh, Mist. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Ja. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,0 Sekunden. 3 Sekunden vor Alonso. Mist, jetzt kommt der Williams vorbeigeflogen. Und wie? Nix. Keine Chance. Keine Chance, mein Freund. Na, jetzt, Haubi, keine Fehler. Jetzt musst du die Zeit rausfahren. Jawohl. Auf geht's. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,5 Sekunden. Jeff, du kriegst gleich Sprechpause, du, wenn du so weitermachst. Jetzt gilt's, lass fliegen. Hammer Time heißt es bei Lewis Hamilton. Jetzt haben wir natürlich kein DRS mehr, ist logisch, ne? Aber die Lücke geht auf zu Lance Stroll. Die Lücke geht auf. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Uiuiui, oh mein Gott. Schmeiß ich da fast das Auto weg. Ich will noch nicht an die Box. Es läuft gut, aber okay, ich komme an die Box. Jeff, wenn du sagst Box, dann komme ich. Okay, da kommt Hülkenberg, oder? Ist das Hülkenberg? Keine Ahnung. Ah, Leute, Boxenstopp. Jetzt kein Mist, ey. Kein Mist. Kein Unsafe Release und so ein Blödsinn, ne? Jetzt kommen die ganzen Deppen vorbei! Fahr jetzt raus! Alter! Diese Scheiße hier! Jetzt haben mich alle wieder überholt! Na, herzlichen Dank, Freunde! Superklasse! Ich hab schon gewusst, ich hätte noch eine Runde fahren sollen. Sei gut zu diesen Reifen! Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Boah, ey, ich könnte mich aufregen, die verdammte Axt! Unser schöner Platz ist weg! Oh Gott, es regnet. Regentropfen. Keine Regentropfen. Na super. Oh je. Brauchen wir Intermediates? Das ist jetzt die Frage. Gilt es natürlich ein bisschen vorsichtiger zu sein. Aber noch geht's. Noch haben wir kein Problem. Noch können wir Gas geben. Aber halt aufpassen. Ne? Es kann jederzeit passieren, dass das so plötzlich zum Schmieren anfängt. So.
Wie ärgert mich das jetzt? Jetzt haben wir wieder unnötig Sekunden in der Box verloren. Mist, Mist, Mist. Aber echt. Die haben wir alle schon überholt. Mühsam. Da sind wir wieder dran. Fernando ist reingekommen. Ja, schön für den Fernando. Ja, der Regen nimmt zu, Leute. Der Regen nimmt zu. P17. Wenn ich mir überlege, auf welcher Position wir schon waren. Und jetzt hänge ich auf das 17 rum. Zumindest ist unser Teamkollege hinter uns, aber trotzdem, Ziel ist 15. Ziel ist 15, Leute. Ja, man merkt jetzt schon, man muss ein bisschen vorsichtiger werden. Ja, der Grip ist ein bisschen zurückgegangen. Und das liegt nicht am Reifen. Aber Fernando kann wohl nicht folgen. Der muss ein bisschen abreißen lassen. Der ist ein bisschen langsamer als wir. Noch kann man gut fahren, ohne dass man Regenreifen braucht. Boah, Alter, geht der Grip verloren hier. Also da hat man es jetzt extrem gemerkt, fand ich. Hier merkt man es auch deutlich. Junge, Junge. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 1,9 Sekunden. Ja, immerhin haben wir DRS wenigstens etwas, ne? 1,9 Sekunden. Boah, etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Da hat man es jetzt auch wieder gemerkt, dass es nass ist. Ne? Bremspunkt weiter vorverlegen künftig. Wie ich das hasse, dieses Seifenrennen hier da. Diese Schmierseife. Ich hoffe nicht, dass wir nochmal boxen müssen. Das wäre echt das Mindeste. Also Bremspunkt vorverlegen, Haubi, denk dran. Früher bremsen. Boah, da bleibt die Bremse stehen. Gleich gemerkt. Übersteuern hier. Ja, die Strecke wird nass, Leute. Der Regen wird nicht so bald aufhören. Starker Regen in 10 Minuten. Super. Ich stelle die Bremsbalance mal einen kleinen Tick nach hinten. In der Hoffnung, dadurch ein bisschen weniger blockierende Reifen zu haben. 2,3 Sekunden Alonso. Wir sind auf 16. Da ist der Nick Wiert. Wir sind auf 15. Da vorne ist Lance Stroll. Den hatten wir schon hinter uns. Den hatten wir schon hinter uns. Im Moment wären wir im Soll. Boah, Alter, der Grip. Freunde, mich trägt es jetzt nach außen. Das ist keine Freude. Null Grip hier. Null. Das fühlt sich komplett anders an. Ja, aber noch ist Trockenreifen.
sind nicht länger sicher, dass dieser Reifensatz der richtige ist. Es könnte jetzt Zeit für einen Reifenwechsel in der Box sein. Mach mir keine Angst, Junge. Sollen wir es riskieren? Sollen wir auf Intermediates gehen? Oder sollen wir zu Ende fahren? Das ist echt die Frage. Noch geht's. Noch geht's. Ich schau mal, was die KI macht. KI fährt weiter. So, hier war schon mal gelb offenbar. Hier ist gelb. Da vorne ist gelb. Die KI fährt weiter. Verstappen ist raus. Wie authentisch. Der war gemein, ich weiß. Der war gemein. Boah, Alter, ist das übel. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Ist das übel? Wer war das gerade? War das Sainz? Habe ich das richtig gesehen? Boah, Alter. Heftig. Heftig durchdrehende Reifen jetzt. Oh, ich glaube, jetzt wäre echt Intermediate-Zeit da. Nicht schön zu fahren, ganz ehrlich. Aber es sind halt dann nur noch 3 Runden, ne? Es sind nur noch 3 Runden. Boah, das Auto rutscht, Leute. Das Auto rutscht. Box. Box, Box. Wiederhol das bitte. Der Funk stört. Das war knapp. Hä, was für eine Verwarnung? Seid ihr doof? Boxenstopp. Alles klar. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Diese Spracherkennung funktioniert nicht. Bist deppert. Weniger als 10 Minuten setzt starker Regen ein. Interessant. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Das konnte ich nicht hören. Wiederhole es bitte. Ja, hier, ich höre die Augleitung. Pass bloß auf. Unglaublich, der Chef. Jetzt hat mich der ganze Scheiß noch ein bisschen durcheinander gebracht, oder echt? Ich hole mir jetzt Intermediates und dann hoffen wir und beten wir. Boah, Alter, das fährt sich so übel. Das wäre eine gute Alternative. Lass mich jetzt in Ruhe. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ich mach Maisüble, verstehst? Brauch dich nicht. Mach das alles alleine. Boah, Alter, ist das übel. So, jetzt. Wir holen uns Inters für die letzten 3 Runden. Da ein paar andere vor uns haben die gleiche Idee gehabt. Wenn ich jetzt wieder Unsafe Release krieg, dann schrei ich aber, Freunde, dann schrei ich. Oh, das hat wieder viel zu lang gedauert. Leute, Leute. Das hat viel zu lang gedauert. So. Jetzt gib ihm Stoff da. Jetzt heißt es hinterher. Oh, okay. Mit denen muss man auch vorsichtig fahren, stelle ich fest. Da kann man nicht einfach blind drauf losprügeln. Alter, sag mal, ist das der richtige Reifen? Bist du dir sicher? Zapperlot. Nicht der Stick hab sowas. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Also ich glaube, mit Trockenreifen kannst du jetzt gar nicht mehr fahren. Gemisch auf Fett, Ericsson holen. Komm, Mission Ericsson. Schaut mal auf der Minimap. Die schleichen da alle. Die schleichen in die Box jetzt.
Die schleichen in die Box, aber wir haben viel zu viel Zeit verloren im Vorfeld. Und die haben mit Sicherheit nicht das Problem. Zweimal unsafe release. So wie wir. Jetzt komm, komm, komm. Wir müssen die ganzen Deppen vor uns erwischen. Da kommen sie raus, ja. Ich habe natürlich viel zu viel Zeit verloren. Perfekt. Perfekt. Made my day, aber echt. Mist. Die Chance war da, jetzt ist natürlich der Alonso auch wieder vor uns, ne? Wobei der hat nicht geboxt. Der fährt durch. Der fährt durch. Das wäre jetzt noch eine Option. Dass wir die ganzen Burschen noch erwischen, die auf Trockenreifen geblieben sind. Ja, die versucht haben, mit Trocken durchzufahren. Das war zwar mutig, aber ich glaube, es war die falsche Entscheidung. So, stopp, Freunde, komm. Stopp, stopp, stopp. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und gib ihm Gummi. Gemisch auf Fett. Ja, mit meinem blöden Honda-Motor. Sackballott. Uiuiui, sorry. Du hast zu früh gebremst, das war dein Fehler. Nee, war natürlich mein Fehler, aber ne, das Spiel sagt, war nicht mein Fehler, also alles gut. Das Spiel wird schon wissen, was er tut. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. Um so viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Ja, ich vertrage nicht so viel. Jetzt hätte ich mal was Böses gesagt. Alonso vor uns. Auf der Start und Ziel. Na, beziehungsweise, nein, stimmt gar nicht. Kurve 2 ist er schon. Eine Position brauchen wir noch, Leute. Eine Position brauchen wir noch. Gib Stoff, Ellison. Der Regen soll bald stärker werden. In 5 Minuten wird starker Regen vorausgesagt. Oh, mich trägt's voll raus, ey. Übel. Jawohl, Ellison, gib nach, gib nach, gib nach, gib nach. Du Dickkopf. Du kleiner Dickkopf. An wen erinnert uns das? An Rudi Rennsemmel, genau. Okay. Ericsson hat klein beigegeben. Platz 15. Soll erreicht. Unser Teamkollege ist... Huh, was sind das? Schleich dich. Unser Teamkollege ist noch vor uns. Immer noch. Der fährt ja auf Trockenreifen heim. Das glaube ich nicht. Da ist er. Da vorne ist er. Alonso. Oh, bisschen abgekürzt. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Sei still, Jeff. Jetzt halt die Backen durch. Ich muss den Alonso kriegen. Fährt er hier auf Trockenreifen heim? Der gestörte Spanier da. Unglaublich. Harakiri-Aktion. Fernando Alonso. Da schau mal, wie der schwimmt. Schau mal, wie der schwimmt hier. Schau mal, wie ich schwimme. Das war ein sehr mutiger Versuch, mein lieber Fernando. Aber hat nicht gereicht. Der hat wahrscheinlich das Problem gehabt, dass wir vor ihm an der Box waren. Er hat sich gedacht, hinter uns hätte er viel mehr Zeit verloren, deswegen bleibt er draußen und fährt auf Trocken fertig. Platz 14! Platz 14! Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. In einem total verrückten Rennen. Wahnsinn! Also das war ja jetzt Hammer, oder? So viel hoch und tief. Unglaublich. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberpfeile. Toto Wolff, deine Frisur wird nass. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit, wie
hat er dieses Resultat bloß hinbekommen. Regen kann das Renngeschehen auf den Kopf stellen und die Reihenfolge durcheinander werfen. Das haben sie heute ausgenutzt und sich so den Sieg geholt. Bei solchen Bedingungen braucht man immer etwas Glück, aber sie sind mit der Strecke gut zurechtgekommen und haben dadurch gewonnen. Was wäre drin gewesen, Leute? Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Der Luis, ja sowas. Mercedes auf 1 und 3 und Kimi Räikkönen hält die roten Flaggen hoch. Die rote Fahne von Ferrari. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Heute geht dieser Titel für mich an den McLaren-Piloten. Jawohl. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Sehe ich genauso, der McLaren-Fahrer. Denn mehr neben der Strecke war es auf der Strecke. Ne, stimmt ja gar nicht. Also so schlecht waren es gar nicht. Es gab ein paar Ausrutscher, aber das ist halt, ne, Regen, wenig Erfahrung und so weiter. Aber ich glaube, auf Trocken haben wir einen recht guten Job gemacht. Und jetzt mit P14 können wir zufrieden sein. Alonso hat sich tatsächlich auf die 15 gerettet mit seinen Trockenreifen. Ist nur einmal gestoppt. Ja, das war auf und nieder, immer wieder. Ne? Das war ein Rennen der Emotionen. Ja, einfach nur total verrückt. Total verrücktes Regenchaos in Russland. Aber wir haben unsere Vorgabe erfüllt. P14 von der 20. Wir haben unseren Teamkollege geschlagen. Wir haben die schnellere Runde als er gefahren, auf Trocken natürlich. Also ich bin zufrieden. Nicht schlecht. So, jetzt wollen wir aber natürlich schon die Ressourcenpunkte sehen, Leute. Jawohl. Dicke, 120, Dankeschön. Da geht's auch nach oben, genau, Endposition. Straffrei, schnellere Runde. 22 zu 13, Leute, in der Rivalität. Klare Führung für uns. Da muss er sich strecken, wenn er da noch eingreifen will, da muss er sich strecken. Gut, nächstes Wochenende Spanien. Ne? Heimspiel für Fernando Alonso, da wird er wahrscheinlich top motiviert sein. Da wird er top motiviert sein, der Kollege. Oh, wir haben den großen Schritt gemacht bei Sauber. Aber gut, wer will zu Sauber, ne? Also ich weiß nicht, da verbessern wir uns, glaube ich, nicht. Vom Regen in die Traufe würde das eher zutreffen. So, jetzt, Freunde, Thema Verschleiß. Wollen wir uns noch unbedingt anschauen. Ne? Was hat der Patch 1.5 gebracht? Servus. Ich liebe diesen Sport. Hier zu sein, mittendrin. Den Geruch von Öl und verbranntem Gummi. Und ich will an der Strecke stehen, wenn du wieder in einem meiner Autos sitzt. Also, ich hätte zwei neue Events im Angebot, die wären perfekt. Aber welches der beiden würde dich eher interessieren? Wenn du mich fragst, gibt es da eigentlich fast keinen Unterschied. Also entscheide du. Was stimmt nicht mit dir, Junge? Irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Du hast doch schon wieder irgendwas geraucht. Mann, was ist das jetzt? Zeitattacke, Österreich. Fahre gegen die Uhr, bla. Mit dem McLaren MP4 1991, ui. Oder Checkpoint-Herausforderung. Mit dem McLaren 98, mit dem Weltmeister-Auto. Mit dem MP4 13 vom Mika Häkkinen. Ui. Ja, da würde es mich schon jucken, hier mit dem 91er zu fahren, ne? Also, da hätte ich schon übelst Lust drauf. Klar, ich meine, das sind beides tolle Autos, aber ich glaube, da nehme ich den Österreicher. Time Attack. Fahre gegen die Uhr? Also, man hat Zeit und muss eine gewisse Anzahl Runden offenbar in der Zeit schaffen, na gut. Ja, Freunde, dann muss ich das leider verschieben mit dem Verschleiß. Ja, das können wir dann beim nächsten Mal anschauen, denn das bietet sich ja geradezu an. Als Zusatzfolge zwischen den einzelnen Rennen. Ne? Ja, also dann ist für heute Schluss. Ja,
Natürlich wie immer vielen Dank fürs Dabeisein hier bei F1 2017. Ich hoffe, ihr habt das Rennen auch so genossen. Also spannend war es ja, ne? Da kann man nichts sagen. Deswegen, ich freue mich über Kommentare, natürlich auch über Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt von diesem Projekt. Ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.